Und hallo zu einem neuen Video von Master Greg 347 XCOM Enemy Unknown. Entschuldigung, hab halt gleich einen Husten, aber man muss ja irgendwann mal ein Video aufnehmen. So, ich habe das ja vor, bis jetzt täglich zu machen. Ja, und ich muss halt vorsorgen. Also, letztes Mal waren wir stehen geblieben, indem wir Sachen gemacht haben. Zum Beispiel die Chrysaliden-Autopsie und so ein Zeugs und ja. Jetzt wird es Zeit, dass wir einfach mal zur Einsatzleitung gehen und weitermachen. Grabung abgeschlossen. Betragung. Betragung abgeschlossen. Daten. Ich mache eine Mission und dann ist es fertig mit einer Folge, weil die letzten Folgen waren, glaube ich, zu lang. Und es dauert mir auch so lange, wieder hochzuladen. Ich schaue halt, dass die Folgen dann im Rahmen von 15 bis höchstens eine halbe Stunde dauern. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Oh, er sagt das nicht einfach so. Aber er hat gesagt, wir haben ein A. Ein A für Aliens. Plot Twist. Okay, mal sehen. Rateinsätze ausgeführt 2, Ufus abgeschossen 1, Firmung für Eitel 2, Zitlin gestartet 1, Forschungsprojekte abgeschlossen 8, Ufus gestürmt 1. Und wir haben 375 Euro. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Gut. So, was können wir mit den 375 machen? Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Forschungsgeräte könnten wir mal kurz prüfen. Strahlwaffen. Wir konnten den Sektoiden unversehrt außer Gefecht setzen und erhielten so die einzigartige Gelegenheit, eine intakte Version der integrierten Unterarmwaffe zu untersuchen. Obwohl wir noch keine eigenen Flossenwaffen entwickelt haben, glauben wir, dass bestimmte Aspekte dieser Technologien und zum bestehenden Laserprototypen einfließen können. Dies sollte die Forschungs- und Herstellungszeit dieser Waffen verkürzen. Aha, das heißt, wir können schneller Strahlwaffen erforschen und herstellen. Uff-Technologie. Obwohl der dünne Mann gegen unsere Vernehmungsversuche resistent schien, konnten wir trotzdem einige interessante Details zutage fördern. Es handelt sich bei dieser Spezies nicht um eine Infiltrationseinheit, sondern auch um eine Art Navigationsspezialist. Der dünne Mann scheint unter den Aliens hoch angesehen zu sein und wird im Rahmen seiner Einsatzvorbereitung mit einer großen Bandbreite an technischen Know-how versorgt. Die Informationen, die wir durch dieses Subjekt gewonnen konnten, werden unsere Forschungszeit deutlich reduzieren, denn sie stammen aus dem Bereich der Ufo-Technologie. Okay. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Ja, okay. Mal sehen, was können wir kaufen. Anfallsweste, Scope, Pulsbogen und Medikit. Scope, genau das könnten wir bauen. Machen wir da mal am besten, ich würde sagen, 3. Sollten bis jetzt reichen. Ja, ja, 3 halt so. Mindestens ein Pulsbogen, mindestens ein Medikit. Also der kleine Eindruck, den ich von ihrer Technologie habe, sagt mir, es gäbe nicht viel, das sie aufhalten könnte, wenn es ihr Ziel wäre, die Erde einzunehmen. Ich vermute, sie haben etwas anderes vor. Verdammt, wir haben nicht genug Ingenieure. Nein, Ingenieure. Ingenieure. Nein, wir haben 9 Ingenieure. Verdammt, wir brauchen noch einen Ingenieur. Dabei haben wir... In den nächsten paar Tagen ist unser Satellit fertig und wir sollten Ingenieure haben. Aber was ich jetzt schon mal machen kann... Schon mal den nächsten Satellit kaufen. So, Satelliten werden uns nützlich sein. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Ja, ja. Was haben wir hier? Satellitenzielhilfe. Aktiviert dieses Modul während des Anfangs, um einen sofortigen zeitlich begrenzten Schub der Zielsicherheit der Einheit zu erhalten. Dieses Modul ist nach Einsatz ausgebrannt, seine Technologie wird substituiert von Daten, wodurch wir einen Datenpuls durch unsere Satelliten nicht senden können. Und langweilig. Also das Ding kaufen wir eh nicht. Gut, Autopsie ist gleich fertig. Oh, wer hätte das gewusst? Die Autopsie ist fertig. In all meinen Jahren der Forschung habe ich nie etwas gesehen, das so schön und zugleich so tödlich ist wie diese Spezies. Das Ding ist nicht schön. Im Gegensatz zu den bisher untersuchten Entitäten ist sie ein Gliederfüßler, eingehüllt in ein glattes, schwarzes Exoskelett, die Chrysaliden. Wie wir sie aufgrund ihrer Fortpflanzungsart nennen, sind vom Kopf bis Schwanzende über 3 Meter lang und können sich auf den Hinterbeinen zu einer Größe von fast 2 Metern aufrichten. Ihre Angriffsseite ist nicht nur extrem tödlich, sondern dient ihnen auch zur Fortpflanzung. Das Opfer stirbt nämlich nicht sofort, sondern wird in eine geistlose Hülle verwandelt, eine Art Zombie, die dem Nachwuchs als Wirt sieht. Beißt ein Chrysalid einen Menschen, pflanzt er ihn damit auf ein Embryo ein, das sofort beginnt sich zu entwickeln.
Diese ungewollte Schwangerschaft dauert für das Opfer nur Minuten, dann schlüpft ein neuer Chrysalid aus und zerstört dabei den Wirtskörper. Es bleibt die Frage, warum die Aliens so eine offensichtlich schwilde, unberechenbare Kreatur einsetzen. Auf jeden Fall ist dieses Wesen ein gefährlicher Gegner und unsere Soldaten sollten extrem vorsichtig walten lassen, wenn sie es auf dem Schlachtfeld antreffen. Wenn sie im Gefecht den Einheiten Analyseschema auf ein anderes Exemplar dieses Typs anwenden, erfahren sie Details über die Kampffähigkeiten dieses Wesens. Chitinpanzer. Leichte Rüstung aus dem Exoskelett eines Chrysalid bietet zuverlässigen Schutz und reduziert den erlittenen Nahkampfschaden beträchtlich. Nutze die Option Baukauf Gegenstände, bla bla. Ich lese vorzüglich. Strahlenwaffen. Strahlende. Hey, ich kann Strahlenwaffen bauen. Holen. Ja. Naja, erforschen, nicht holen. Strahlenwaffen sind Laser. Autopsie. Strahlwaffen dauert 4 Tage. Schalenrüstung 8 Tage. Wie lange wird eigentlich das dauern? 19 und 17 Tage, nein, niemals. Okay, wir wollen Laser. Ja. Nein. Ja. Naja. Ich hatte erwartet, dass dies eine dringende Forschungsaufgabe sein wird, Commander. Ich weise dem Projekt direkt Ressourcen zu. Mein Name ist Dr. Wallen, Commander. Ich bin Nummer Schleimer. Hey, ein Satellit ist fertig im Strahlenwaffen. Ich brauche eine Mission. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Aber leider kann ich keinen Satelliten starten. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Oh, weitere nein. Zentren erforderlich. Wie scheiße. Naja. Nein, es war schon spät. Es kommt keine Mission. Ich will, brauche Ingenieure. Laserpistolen zur Herstellung verfügbar, Lasergewehr zur Herstellung verfügbar. Wuhu! Wir haben die Methoden untersucht, mit denen die Aliens Energie verbrauchen. Wir haben eine Ableitung ihrer Waffen in den Griff bekommen und danach unseren eigenen Laserwaffen weiter verbessert, als wir es für möglich gehalten hätten. Bemerkenswerterweise haben wir jetzt einen funktionierenden Prototyp, der tragbar und leistungsstark ist. Eine Entwicklung, die wir noch vor kurzem für unmöglich gehalten hätten. Auch wenn wir die Bündelungslinsen dafür etwas verkleinern mussten, haben erste Tests keine Verringerung der Leistung oder Zielgenauigkeit ergeben. Laserpistole, unsere Bemühungen, den Soldaten eine stärkere Pistolen zu bieten, die im Gefecht nicht nachgeladen werden muss. Das Laserstromgewehr enthält unsere modernsten optischen Technologien und verbessert damit die Feuerkraft gegenüber dem konventionellen Modell X9 ganz beträchtlich. Präzisionslaser, schwerer Laser, Schadenrüstung oder dünne Monotopsie. Na gut, irgendwann muss das Viech aufgeschnitten werden. Der Große wird inoffiziell als dünner Mann bezeichnet. Erste Tests haben ergeben, dass die Aliens versucht haben, die genetische Struktur zu verändern, um ihn möglichst menschlich aussehen zu lassen. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass die Veränderung der Augen, die wie Reptilienaugen aussehen, problematisch gewesen sein muss. Echsenmenschen. Pulsbogen. Anfrage von Mexiko. Ich fordere 3 Pulsbogen. Auf Lager 0 Pulsbogen. Frist Tage 20. Wissenschaftler 5. Gehen wir mal zurück. Technikabteilung. Baukraft Gegenstände. Pulsbiogen. Herstellen. 1, 2, 3. Nein, 3. Lagerzentrum, offene Aufträge. Gegenstand her ausgefallen. Die mexikanische Polizei kann ihre alten Betäubungspistolen jetzt beruhigt einmorden. Okay. Ja, ich habe 5 Wissenschaftler. Mehr. Na irgendwie. Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Hologlobe. Ich habe die Koordinaten gespeichert. Großbritannien kann ich am Arsch halten. 200, naja, Geld habe ich gerade ein bisschen. Wissenschaftler. Großbritannien, hallo und auf Wiedersehen. Na, in Russland ist Panik? Naja, wir haben hier einen Satelliten und hier nicht, deswegen müssen wir den Typen helfen. Sehr schwer. Sehr schwer. Schwer.
Schwer, sehr schwer. Na gut, wieso nicht? Dann machen wir eben sehr schwer. Asimodo. Okay, mal sehen. Ach ja! Lass mal kurz zurückgehen. Gut. Kaserne, Offizierschule. Das Truppengröße 75, für den Abkommen extra zu deinem Rang Captain erhalten. Verdammt. Schau mal hier. Verletzungen, dann wird schnell jeder Abschluss mit dem Erfahrung. Nein, dann hol ich mir nichts. Wohl Erfahrung. Na, das ist ein Luxus, den ich mir gerade nicht leisten will. Gut. Kairo, Ägypten, wir kommen. Ich brauche halt keine Rückgrund jetzt. Athena. Prototyp Shield Chilong. Das sind alles hier Events. Dann die Waffnung. Mal kurz überprüfen. Medikit. Bla bla bla. Passt alles. Ich finde kurz nochmal überprüfen. Die Waffnung. Waffen etc. Bla bla bla. Waffnung. Alles passt. Der hat einen Pulsbogen. Er hat auch eine Medikit. Ich will ihn individualisieren, dann nutzt du die Scheiße aus. Na gut. Einsatz starten, Leute! Transporter ist eingetroffen. Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Runter und alle Feinde ausschalten, wir müssen. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Okay, jetzt ist unser MG-Schütze. Naja, rechtsklick, nicht linksklick. Und schon sehen wir direkt die Aliens. Feldboss, nein, Feuer. 50% plus. Naja, lassen wir das erstmal. Jetzt mal auf den anderen. Du hast ein... eine Sniperin. Du bist erstmal... Ah, sie kann schießen. 61% Trefferchance. Versuch's mal. Headshot. Komm schon. Aha. X-Ray neutralisiert. Weiß doch gesagt. Okay, Chilong. Stationieren wir den erstmal hier hin. Hajimoto. Hajimoto ist da. Stationieren wir mal dahin. Den Hajimoto. Und du kommst mal dahin. Ja, okay. Den stellen wir mal Feldposten. Naja, wer weiß, vielleicht kommt der jetzt näher. Näher, meine ich. Näher. Er kann niemanden sehen. Dann bleibst du auch auf Feldposten. Das ist die Psi-Unterstützung der anderen Sektoren für diesen Sektoren. Also ein Sektor macht Unterstützung für den da. Okay. Wollen wir unseren Sniper nehmen? Sieht er was? Nein, sieht nichts. Schade. Du da, rücken du vor bis dahin. Prozent. Los. Bestätigt. Dann drückst du vor bis dahin. Aber doch nicht. Du. Jetzt war ich laufen. Okay, dann nimmst du den Mülltonnenplatz ein.
Und okay, geht runter vor bis hierher. Du musst denn hier hin? Nein. Okay, okay. Zurück. Bis jetzt kannst du dann noch nichts machen, oder? Okay. Dann würde ich mal sagen, laden einfach mal nach. Nachgeladen. So, er rückt dann hier vor. Du kannst schießen. Verdammt. Schuss war nicht im Ziel. Habe ich auch gesehen. Gut, du bist mal hier hinter. Feuer öffnen. Noch mehr Aliens. Sie ziehen sich zurück! Vorrücken! Das sieht mir nicht nach einem Rückzug aus. Das ist kein Rückzug. Verdammt, dafür brauche ich, jetzt ein Medi. Das ist ja der Medi. Ah, der zieht sich zurück, deswegen. Mir geht's gut. Ja, super, die Deckung von dem Typen vernichtet. Genial. Okay, erstmal, Medi, du heilst dich. Okay, er kann sich davon heilen, ist glaube ich nicht so schlimm. Wunde heilen. Ja. Erstmal Blumen gießen. Das erfreut das Leben. Dann, wir haben nicht ohne Grund einen Sniper. Ach, verdammt, ich habe vergessen, die Scopes zu verteilen. Mist. Na egal, wir haben einen Sniper. Headshot. Okay. Ah, super, sie hat nicht den gesehen, sondern den dahinter. Das ist noch besser. Du da gehst. Geh hin. Aufgepasst! Noch mehr Aliens! Mann, wie viele Sekunden haben wir hier denn? Das ganze Geschnurre geht schon auf den Kopf. Und Mann, sind das viele! Oh. Also der Typ hat hier eine Freude. 65%. 50. 70 und 50. Naja, 75 ist das schönste Angebot. Vernichte ihn. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Okay, er kann jetzt erstmal nichts machen. Du, folge deinem Freund nach vorne und behilf ihn. 55%. Das kriegst du hin. Ziel ausgeschaltet. Die schaffen das nur durch meine super tolle Motivation. Wir machen hier erstmal einen Feldposten. Los, kriegt. Dass er die Leiche bewegt. Naja, Leiche oder nicht, wer weiß, vielleicht leben die ja noch unter diesem Blumenschleim. Verdammt, das war meine Decken. Das ist schlecht. Okay. Stellen wir dich hin. Jetzt mal schauen, wie gut kannst du jetzt jemanden treffen? 70. 70. 50. Okay, also, zurück. Mal schauen. Der Medi kann dahin laufen. Okay, dann gehe ich jetzt mal mit dem Medi hierher und teile ihn. Das erste. Auch wenn jetzt dann hier Scheiße steht. Teilen.
bitte die Jammer auf. Genau. Damit meint er sicherlich nicht mich. Gut, Rück hier vor bis Kreuz, bis zur Kreuzung. Gibt's hier doch nicht. So, dann kannst du jetzt hier vorlaufen. Mal schauen, wie steht's denn am besten. So, ja. So bitte. Nein. Verdammt, ich muss drehen. Und ein taktisches Sport zu machen. Ja, hier stehst du gut. 70. 50. Gut, dann 70er. Nur 3 Schaden. Hast du denn hier keine Verteidigung oder was? Okay. Scheiße. Meine Verteidigung steht da schlecht. Aber hier kann er sich platzieren. Ja, ja. Feuer 75. 55. 75. 75. Okay. Welches Gefährchen schaut uns am krümmigsten an? Nehmen wir den dahin. Schlechte Auswahl, ist aus. Ich habe keine Patronen mehr. Gut. Keine Patronen mehr und das war nicht gut. Vielleicht kann der von Typ von dort was sehen. Ja, kann was sehen. Mal schauen, 45, 63, 65, 65. Jetzt andere 65er. Auf den Trick nicht nochmal rein. Weg mit dem. Was soll denn das? Die machen hier ja alle halbe Sachen. Verdammt, das war knapp. Yep. Und da war eine brennende Brücke. Eine brennende Brücke. Verdammt. Wehe, du Mistviech. What the fuck? Egal, Kumpel, los, bevor du dich heilst, musst du erstmal ihn heilen. Nein! Ja. Nicht bewegen, das wird wieder. Wieso ich keine Granate schmeiße? Gute Frage und gute Antwort. Ich will die Aliens am Leben haben. Ich meine in ganze Stücke haben. Gut gemacht. Okay, wen haben wir jetzt hier? Er. Anzudecken. Naja, wollen wir erstmal schauen. Du hast da 70% Trefferchance. Zeig uns, was du kannst. Das war total Schuss hat nicht gesessen. Ich bin leer. Gut. Hey, was, hat er mich gerade geschossen? Achso, ja, der ist wirklich leer. Na, nachladen. Was? Er ist auch leer. Na gut. Lade nach. Dann du. 85, 65, 65, 65. Holen wir uns jetzt mal diese Sau. Na also! Diese Mister da oben sollten wir uns holen. In unser Beschuss! Ja, die Mission dauert schon lange. Ich sehe, auf der Uhr. Und wird länger als eine halbe Stunde sein. Jetzt sind es glaube ich 25 Minuten so.
Okay, kann man eine Sniperin im Kampf gewinnen? Nein, kann sie nicht. Ob sie ihn wohl von dort aus sieht? Nein! Da kannst du mal einen Schnapp noch haben. Hm. 75 Schaden! Los! Ach, kommt schon! 75! 75, los, mach den fertig! Ja, das Ziel eliminiert. Gut so. Du bist dran. Ach, hat er denn schon geschossen? Ach, er hat kein Ziel. Okay, aber wo kann er da runter? 80. 50. Nein, erstmal den 80er. Der muss erstmal weg. Hab ihn weggefegt. Gut gemacht. Hey, wurde befördert. Okay. Ich warte dann erst einmal mit der Heilung. Obwohl er eigentlich einen bräuchten. Entschuldigung. Na gut, dann gehen wir erstmal den hier heilen. Hör mit dem Gejammer auf. Die Medis haben diesmal eine gute Arbeit verbracht. Verbracht. Ja, dann sollte er lieber erstmal dieses Auto da gehen. Anstatt dahinter. Weil wenn sie zusammen an einem Auto stehen und das eine Auto in Flammen geht, dann habe ich halt Probleme. Hey! Er hat sich zu seinen Freunden gesetzt. Zum Müll. Schon wieder 3 Schaden, das ist ja krank. Okay, wie viel Prozent hast du? 45. Okay, okay, ja, ja, okay, ja, ja, okay. Du hast 50. Das ist schon mal besser. Was bevor? Vielleicht hat er dann mehr. 50. Super, hat ja toll geklappt. Ach, komm schon. Justiere Zielvorrichtung. Ein weiterer Tag, eine weitere erfolgreiche Operation. Naja, schwer war es nicht, aber ich habe ganz schön viele Verletzte gehabt. Ermöglicht den Transport von 2 Granaten pro Weg. Fach. Die Ausbildung ist ab dem Rang Major. Nein, da. Die fahren zu. Erhöht im Wirkungsbereich von Deckungsfeuer und allen Raketenangriffen 2 Felder. Machen wir dann Gefahrenzone. Weil andere brauche ich ja nicht wirklich. So, Jacken und Yumi, hoch. Hey, Sturm und Schuss. Sturm und Schuss. Okay. Hoffen wir, dass wir bis zum nächsten 8 Tagen. Obwohl, ja, ich brauche eigentlich Ingenieure. Okay, weiter. Denken Sie daran. Wir behalten Sie im Auge. Mal sehen, wie es aussieht. Oh, Großbritannien ist für den Arsch. Russland ist, naja. Wieso in Deutschland, Mann? Ich habe da einen scheißfernen Satelliten. Frankreich ist für den Arsch. Südafrika und Nordmexiko gehen ja noch so, aber... Verdammt. Naja, ich muss dann schauen. Ich glaube, ich werde den nächsten Satelliten in Großbritannien oder Frankreich schätzen müssen. Je nachdem, was besser ist. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Ich auch. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Naja, dann verabschiede ich euch mit einem Husten und einer Verabschiedung. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ich spiele XCOM Enemy Unknown, vollkommen noobhaft und mit 50%iger Todesrate. Auf Wiedersehen.